Leute, hier ist Tyro1992 wieder und heute mit einer weiteren Yo-Kai Watch Review. Und zwar stelle ich euch heute vor, dass das Yo-Kai Watch Prototype U Evolution E-Set. Es gab drei Erweiterungen für die Yo-Kai Watch. Einmal für den männlichen Protagonisten in so einem Blau, für den weiblichen Protagonisten in so einem, ja, in so gelb, und hier gibt es nochmal extra für den zweiten Kinofilm. Das ist die E-Variante. Diese brauchten sie, um Emma Dayo, der ist hier auf dem Bild zu sehen, überhaupt rufen zu können. Um das übrigens die Medici abzuspielen, muss man seine Prototype U auf Version 3 upgraden. Aber meine ist schon auf Version 5. Insofern, also hier ist die Verpackung nochmal. Sehen wir, wie die dann aussieht. Hier sehen wir nochmal, wie das funktioniert. Emma Dayo hat die Uhr selbst benannt. Die ist ja voll cool, der hat er nie angehabt. Aber okay, dann sieht das so aus. Ich habe sie hier schon mal rangemacht. So. Wie gesagt, so sieht das dann aus. Ist dann rot. Und wie gesagt, das ist hier so Gummi, das kann man einfach so hier abziehen. Und dann klickt man hier die Uhr rein. Und was ich sehr gut finde, ist, dass man es super easy rüberziehen kann. Hier einfach drauf. Zack, drüber und hält. Müsst ihr wahrscheinlich auch machen, weil wenn ihr so, und sieht auch wirklich echt gut aus, muss ich sagen. Wir haben es ja so gemacht, hier das Licht ist frei, die beiden Knöpfe sind natürlich frei. Das Einzige, was nicht frei ist, das ist hier, wenn man die updaten will, um die Version wenn man die upgraden will, damit die neuen Medals abspielen kann. Ansonsten sitzt die super und sieht auch echt stylisch aus. Also hier soll man nochmal von vorne sehen, hier mit diesen, sieht fast aus wie so Greifer, die sie greifen, sieht schon sehr cool aus. Deswegen wollte ich sie auch gerne in Rot, weil ich wollte sie nicht nur in Blau haben. Hier ist auch immer noch das Zeichen für O, also für König. Immer noch das Kanji hierzu. Statt dieses Blau von der Standard-Yokai Watch. Und passt auch einer auch wieder gut ums Handgelenk. Okay, gut, nachdem wir das abgehakt haben, was natürlich auch wichtig war, das waren die beiden Medals, die dabei lagen. Das sind einmal die Enma Dai-O vorerwachte Medals, also hier ist immer so noch dieses O und hier sieht man ihn auch, aber halt hier können sie noch nicht rufen und deswegen klappt das da nicht, deswegen auch die Ketten und so. Sieht auch, muss ich sagen, echt cool aus, so mit dem Glitzert und hier mit diesem Violett und diesen, sind auch diese Greifzangen drin, hier ist nochmal von hinten. Sieht, finde ich, auch übersehen sehr cool aus. Und da lag noch eine spezielle Music Medal bei. Das ist hier Red Hot Onibakas. Das ist übrigens eine Anspielung an die Red Hot Chili Peppers. Ja, da sind hier, sieht man auch Emma und diese drei Onis, die einen nachts jagen können. Finde ich sie auch gut. Ist auch mit demselben Lila gehalten wie die anderen E-Medals. Und ja. Und was wir heute noch dazu zeigen werden, das ist, den habe ich mir extra bestellt, die Lord Emma Medal an sich. Die ist auch glitzernd und die gab es offiziell nur, wenn man in den zweiten Kinofilm gegangen ist. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen mit dem an seinem Ende. Enma Dai-O ist das hier. Okay, fangen wir doch mal an. Als erstes machen wir die Uhr natürlich erstmal an. So. Und als erstes legen wir die Pre-Awakening Medal ein. Und wie ihr hört, es hört sich an, als ob die Uhr gleich kaputt geht, weil im Prinzip kann sie es noch nicht lesen. Insofern ist es, wenn man nochmal drauf drückt, kommt ja dieses Geräusch. So, als nächstes kommt hier Red Hot Onibakas, eine Music Medals, auf die finde ich, stehe ich ja total. Dann können wir hier nochmal drauf drücken. Finde ich sehr nice, der Sound, insbesondere am Ende. Also erstmal habe ich mich gewundert, wie lang der Sound ist. Gut, und zum Schluss kommen wir natürlich zu Lord Enma, so wie er sich gehört, und ab dafür.
Hat einen sehr coolen Sound gekriegt, finde ich. Ja, weil wenn man den Höllenkönig ruft, dann muss das auch so sein. Okay, also was halte ich denn davon? Also das ist eine super Erweiterung für die Yo-Kai Watch, wenn man seine Yo-Kai Watch ein bisschen individualisieren auch möchte und nicht nur, wenn man nicht nur die blaue haben möchte. Link zu dem Shop, wo ich sie gekauft habe, ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ich das machen darf. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ist diesmal nicht ganz so lang und wir sehen uns beim neuen Video wieder. Euer Tyro 1992, bis dann, ciao.